Ich habe alles wie gewünscht ausgeführt. Boah, da war gerade wieder so ein richtig geiles Team. Oh, that booty. Ich hatte schon Angst, ich würde als Geheimdienstoffizier dafür berühmt, euch alle in den Tod geschickt zu haben. Also geht der weiße Schlund endlich zu Boden. Ich frage mich, ob wir... Ach, das war Sasha Grey. Oh, die hat sich aber gehen lassen. Oder sind noch... Oder das hier ist eigentlich Sasha Grey. Ich habe einen ganz schön alt geworden. In ihren Datenbanken gefunden. Wie alt ist die eigentlich mittlerweile? Sich wahrscheinlich erst mal googeln. Erstmal goggeln. Ich frage mich, ob das etwas mit dem Erfinder Loramar zu tun hat. Er war ein außerordentlicher Druidenbauer, bevor er vor etwa 10 Jahren verschwand. Ui. Bergungsteam zur Untersuchung entsenden. Boah, am Samstag kann ich dann abends ja in Ruhe Football gucken. Geil! Das Gebiet als Marina Ann Hansis ist sie. Ihr damit fertig seid. So könnt ihr dem Bergungsteam... Ja, die ist 5 Jahre älter als ich. Eigentlich könnte ich da mal reinlunzen. Meine ja, du hast ja vorhin 30 als Altersgrenze an, Kiki. Habe ich bei Tinder auch. Das wollte ich natürlich nicht andeuten. Nee, 29. Ich sorge mich einzig und allein um die Sicherheit des Bergungsdienstes. So wie Barney, du hast noch ein gutes Jahr. Ja, genau. Ab 30 ist alles vorbei. Aber Tinder habe ich ja eh nur just for fun. Just for the Lulz. Boah, wie viele Fakes da drin sind. Halleluja. Oder ziemlich ja, aber, Schlamm. Ich tippe aber auf da, Fakes. Das. Nee, auch Schlamm. Da wollen viele einfach nur gefickt werden. Ja, hallo? Was hast du da eigentlich gerade bekommen? Ich bin auch 45 jetzt. Achso. Nachmacher. Level up! Level up! Level up! Ich habe Domi letztens erstmal erzählt, wie verblüfft ich war, als du mir das erklärt hast, beziehungsweise mich mal darauf hingewiesen hast, dass das Witcher-Addon eine Anspielung auf Hearthstone ist. ich habe das echt nicht fassen können. Konnte ich die halben Monate so blind sein? Vor allem sowas Auffälliges, ja, und dir fällt das ja, nicht vor auf. Allem, vor allem, wie, also die wussten es ja vorher, dass es was mit Gewinn zu tun haben wird. Und Shani. Ich freue mich auf Shani. Nicht zu verwechseln mit Shani. Das eine N macht den Unterschied. Oh ja. Na, und mit S geschrieben. Ah. Das war ja meine Biatch in The Witcher 1. Ich habe Triss verschmäht. Und Hearts of Stone! In The Witcher 2 kann man sie nicht verschmähen. Und in doch kann man schon, aber da gibt es halt keine Alternative. Also kann man Triss ruhig mal mitnehmen, kann man ruhig mal reinnutzen. Und in The Witcher 3 werde ich sie auch wieder verschmähen. Boah, ich. Nee, du hast dich schon gemerkt, dass das zu Hearthstone. Nee, was habe ich geschrieben? Nee, du hast gesagt, boah, das ist total die billige Masche, irgendwie sowas hast du geschrieben. Ah, die billige Nachmache von Hearthstone, habe ich geschrieben. Nee, du hast nicht Hearthstone geschrieben, du hast nur total die billige Nachmache. Und ich erstmal, Moment. Also habe ich auch nur geschrieben, Moment. Moment! Moment! Und da ist es mir erstmal gedämmert, ey, das war total schrecklich. Aber es ist doch cool, Easter Eggs in den Weißer hier, wie heißt das, in Nachmache ist der erste Weg zur Besserung, wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn das? Fremdwort für Nachmache? Plagiat. Nein, wenn ich dich nachmache. Nicht Imitation? Oder doch Imitation? Doch Imitation. Egal, so geht der Spruch, finde ich, aber wenn ich dich imitiere, ist es doch die höchste Form von Anerkennung. Ja, genau. Also, wenn ich Apple nachbaue, dann heißt es ja nur, dass das gut ist und bla. So. Also, Samsung macht ja auch nur Apple nach und Apple macht nur Samsung nach. Die klauen sich. Die machen sich alle gegenseitig nach. Und machen sich damit immer schlechter. Ich hoffe, das Nokia-Handy wird gut. Das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder ein neues Handy brauche, dass ich mich zu Nokia zurückziehen kann. Oh Gott, was müssen wir die einzeln andingsen? Da muss die jeder einzeln hier? Also, nö. Doch. Wenn ihr die hier andickelt, zählen die nicht mehr. Ich soll mal Gold wieder wegpacken. Marco haben. Achso, wir müssen. Moment, aber ihr könnt die dann noch looten, wenn ich da schon dran war, oder? Ja. Ich mach sowieso. Immerhin. Hätte ja auch anders laufen können. So, Moment, ich muss hier nochmal was bauen. Er muss was bauen. Er muss was bauen. Muss bauen, Digga. Ausgezeichnet. So, ich habe mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Ey, dieses Team geht mir hart auf die Nüsse. 4 out of 10. Bin wieder da. Me too. Alter, und jetzt siehst du mal hier diesen riesigen Kreuzer, der hier abgestellt. Alter, Vater. Oh my god. Ich steh jetzt erst auf. Nicht der da! Rechts! Die Landesgrenze. Oh my god. Oh, deine Ziege. Ja, genau. Road Simulator, sagst du? Aha.
Den gibt's jetzt auch fürs Handy. Ja, und Goat Z, Goat MMO, vor allem ist ein, man kauft den doch nur einmal und kriegt doch dieses ganze Goat Z und Goat MMO dazu, oder? Ja, obwohl, ist glaube ich ein Add-on, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie, das ist ja eigentlich nur eine physische Test, wie heißt das? Halt so eine Testsoftware, was war das für eine Krise? Na, wie Garry's Mod war ja auch nur so. Na, es kommt Garry's Mod 2 kommen. Echt? Oh ja. Haben wir ja schon so oft gespielt. Ja, natürlich. Ja, aber freut mich trotzdem. Sollen sie mal aber irgendwie mal auf der CryEngine oder so entwickeln, damit noch Luft nach oben ist, ey. Oh mein Gott, die hässlichen scheiß Hamburger, Alter. Was haben sie denn gemacht? Ja, die führen 1-0. Dafür haben wir was mit deiner schlecht. Ziege angestellt. Oh mein Gott. Ja, aber bei Frambo, ich muss sagen, ey, bei manchen Szenen finde ich mich echt schlecht. Also, zum Beispiel am Anfang diese Wache da. Oh Mädchen, setz dich doch mal auf meinen Schoß. Und für ein Kindchen lasse ich dich aber. Wo ich mir auch dachte, Alter. Alter. Das fand ich so krass. Weil Frambo habe ich richtig, also Fram selber habe ich so in mein Herz geschossen. Oh, das Kind ist wahnsinnig und würde mich umbringen. Und ich würde sie trotzdem adoptieren. Die ist voll süß, ey. Die ist richtig awesome, Mann. Voll so schön naiv. Ja, Mann. Also, was die Wache ja direkt ausnutzen wollte. Diese komische rote Milch. Ja, genau, rote Milch. Aber im zweiten Nebensatz dann schon wieder, wenn du mir zu nahe kommst, ersteche ich dich. Aber diese komische rote Milch. War schon ein bisschen weird. Wie weit bist du? Aktuell. Ah, okay. Außer dann hast du das mit dem. Habe ich die heute schon geguckt? Die heute habe ich auch noch nicht gesehen. Die gestern weiß ich gar nicht. Na, heute kam das mit der Uhr. Also, ohne es zu spoilern, halt die Uhr. Also ich hab nur gesehen bis zu ihrer. Sammelt man noch nicht den 10. ein? Ihr wisst ja, ne? Ja. Erstmal nimmt es. Bis zu ihrer Fall. Achso, du bist ja 4 Folgen schon zurück oder so. Ja, nee, bis sie halt wieder Arme und Beine bekommen hat. Achso, also nicht ihre Verwandlung, sondern. Nicht! Mami! Wir müssen doch noch Nebenquests, du weißt doch, wo das immer hinführt. Heillose Chaos. Heil! Nazi. Boah, jetzt fällt mir wieder Epic Rap Battles of History mit Legend Darth Vader ein. Screw you, you big black cunt! Ich mag ja so einen langsamen Rap. Hab ich das bei meinem Kissen? Ich weiß es nicht, bestimmt. Ich wiederhole mich. Big black cunt! Cunt! Emanuel? Ja, Frambo ist ziemlich cool, aber jetzt da, wo sie jetzt ist, in dieser Wurzelwelt, das gefällt mir nicht. Also das Coolste fand ich das Haus da auf der Insel. Mit den Doppelzwillingen da? Ja, mit den Siamesig dann doch wieder, doch, einen Moment. Die Zwillinge. Ja, die waren schon ein bisschen creepy. Ja, aber so mag ich es ja. Vor allem, wenn man die Brainfucks, wenn sie ihre Pillen einsteigen. Witzig, mit den Pillen und dann, bin ich jetzt mit den Pillen noch verrückt oder nicht? Es ist halt wie in gewissen Fernsehserien, wo ich dann absolutes Mitleid mit einer fiktiven Persönlichkeit habe. Dieses Mädchen ist. Es bricht mir das Herz, was dieses Mädchen durchmachen muss. Sie will doch nur zu ihrer Tante. Ist aber nicht so schlimm wie in SEO, dass ich da fast vorsitze und heule. Ja, wisst ihr, und guckt, jetzt kommt Teil 2. Nicht! Gut. Ach so. Naja, ich hoffe, wir können es trotzdem noch machen. Ich nehme es jetzt einfach auch mal. Klar, ja, können wir doch. Ja, ist ja aber nicht immer so, ist ja das Problem. So, Domino darf es auch nehmen. Säubere ein Piratentransporter. Was fehlt denn hier? Ja, mit der Konkurrenz. Ach, Domino fehlt noch so ein Typ. Ja, ach so. Einer, okay. Oder wie viele? Nur ein. 10 die hier? 10 die da vor uns? Ob die zählen? Die zählen nicht. Nee, die Geschütze zählen nicht. Männchen hier musst du nehmen. Hui! Ach, die kommen ja alle drei. Oh Gott. Leider ja! Ich muss auch mal Life is Strange weitergucken, ey. Das war so herzzerreißend. Hab ich nach Episode 1 gar nicht mehr weitergeguckt. Aber was? Ich hab die erste Episode noch nicht mal beendet. Also ich gebe zu, die erste, also innerhalb des Dingens da, die erste spielbare Episode, sag ich jetzt mal, die ersten 10 Folgen oder so, weiß ich nicht,
Du weißt, was ich meine, oder? Der erste Part. Ja, ja. Die erste Season. Die zieht sich ein bisschen. Aber ist ja bei vielen Serien an sich ja auch so. Was sollen wir denn hier machen? Hier zwischen. Ach, zwischen denen, okay. Zwischen den Ketten. Aber es nimmt sehr schnell Fahrt auf. Also, das Problem ist, wo hast du es geguckt? Christian. Ja gut, ich weiß nicht, also bei Gronkh habe ich es jetzt mal geguckt. Da war das Problem, dass er die Preview-Fassung gespielt hat. Und deswegen die ersten drei Episoden, also er durfte halt innerhalb der ersten Episode so und so weit spielen. Und die ersten drei Episoden, weil er wusste, wo er aufhören muss. Ach, ist das alles an dem einen Ding dran? Achso. Mhm. Da ziehen sich die ersten drei Folgen ewig. Also wirklich ewig, weil er wirklich jeden Pups angeht. Das macht er später zwar auch, aber da zieht es halt wirklich. Er streckt voll das IP in die Länge. Das ist halt ein bisschen doof, aber guck's weiter, weil das ist so mein Fuck mit ihren Superkräften, die sie da kriegt. Und ich fühle mich eh noch schmutzig, weil ich diese Rule 34 Pornos gesehen habe davon. Unfreiwillig. Ja, genau. Unfreiwillig. Nee, ey, ich könnte mir auch keine SEO-Pornos oder so reinziehen, weil da würde ich mich auch schmutzig fühlen. Genauso wie One Piece. Alles sowas, was ich liebe. Dann lieber irgendwas, wozu ich keine Beziehung quasi aufgebaut habe. So. Ach doch, so ein paar Suku-Pornos. Hey, komm. Suku? Prinz Suku? Nee, nicht Suku. Suku, habe ich gesagt. Ja, Suku! Nicht Suku. Ist keine Kuh. Ich sag nicht Kuh, ey. Du sprichst das total merkwürdig. Müssen wir da im Norden? Nee, wo müssen wir denn hin? Ich habe keinen Marker. Nee. So. Müssen wir mit dem Panzer fahren? Banka. Nee, wir müssen in die Höhle rein. Irgendwo. Höhle. Im Norden, das kann es nicht sein. Doch. Nein. Oder? Nicht im Norden, im Osten. Am Osten? Ich war ja im Norden, weil da ist die Vierer-Quest. Ey, wir sind hier. Oh, cool. Das in das Schlachtschiff muss ich ja sogar rein. Ja, wir alle. Dann gehen wir da noch nicht hin, weil wir müssen ja eh alle drei rein. Ja, aber da ist halt die Mission. Ja, aber da sind auch unsere Klassenquests. Und achso, das ist dann quasi letzte. Da drehen wir uns dann auf. Aber okay. Ist das dann auch mit nieder mit der Konkurrenz? Ja. Tatsächlich. Ja, weil da sind auch noch Datacrons. Die muss ich gleich nochmal googeln. War das hier mal ein U-Boot? Das sieht so aus, als wäre hier so ein U-Boot hochgekommen im Eis. Kennt ihr diese Bilder? Ja. Nee, habe ich dir ja vorhin erzählt, das kann ich Domi jetzt nochmal erzählen. Domi, es gibt von Sword Art Online, das basiert ja auf so einer Light Novel, ne? Also kein richtiger Manga. Mhm. Und es gibt Kapitel 16,5. Also das wurde nie veröffentlicht, ist auch nicht Kanon. Aber da beschreibt der Autor quasi selber in einer Fanfiction sehr, sehr detailliert, was passiert ist, nachdem Kirito eigentlich nur bei Asuna übernachten wollte. Danach brauchte ich eine heiße Dusche. weil wir wissen alle, was passiert, wenn der Typ Frauen malt. Ich sag nur Sugura oder Lifa. Ne? Ne? Dann könnt ihr euch auch vorstellen, wie detailliert diese Fanfiction war. Ah, Marcel hat's ja gesehen. Glopp, glopp, sag ich nur. Also, die Fanfiction endet nicht unmittelbar, aber quasi mit dem Satz: 2 years worth of semen glopped into Asuna. Wieso? Er war ja 2 Jahre gefangen und konnte nicht masturbieren. Und das Interessante ist aber, dieses Kapitel hat sogar noch einen Lehrwert, denn da erklären die halt diesen, wie das Spiel aufgebaut ist, was es da so an Sicherheitsmomenten gibt. Und im Anime hat Asuna Kirito ja eine geknallt. Aber in der Light Novel ist es so, dass es gar nicht geht, weil die dürfen ja. Sie hätte ihn zum Duell herausfordern müssen, damit sie ihn überhaupt eine knallen kann. So nach dem Motto. Wegen diesem Gewaltkodex. Und dann gibt es halt noch den sexuellen Kodex und den kann man ausstellen. Und darauf basiert halt diese ganze Szene. Und so, ich hab's ausgestellt und nu? Und dann macht er so, boing! Oh! Funktioniert! Also er kann ihre Tippen nicht mal zum Wackeln bringen quasi, wenn er diesen Ehrenkodex, wollte ich schon sagen, die Alterssperre quasi nicht ausstellt. Aber es ist interessant, dass man die ausstellen kann. Und dann geht's auch vor allem, 90% des Textes sind dann so von wegen, sag schon so, ja, es war anscheinend geplant, dass man hier Sex haben kann, okay.
Moment, ist hier vielleicht auch geplant, dass man Kinder haben kann? Und all so ein Scheiß. Wo ich mir auch dachte, what the fuck? Also der Autor ist, aber ihr wisst bestimmt nicht, wie der aussieht, oder? Das ist halt auch so ein kleiner, dicker Nerd, ne? Der sieht aus wie... Marcel, du hast doch Excel World geguckt. Der sieht aus wie der Hauptcharakter. Okay, oh mein Gott. Ja, stell dir mal vor, so einer schreibt Kapitel 16,5. Ich auch denke. Nein, danke. Das sind auch so Leute, die Fanfictions über YouTuber schreiben, die sich gegenseitig einmal penetrieren. Nee, das sind Mädchen. Nee, die schreiben ja immer nur hier das mit, was war's mit Jonah und, weiß ich nicht. Du erinnerst dich, glaube ich, oder?